So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei Empyrean. Und wir haben ja letztes Mal schon angefangen, das Design hier entsprechend zu verändern von dem Gleiter. Ich finde, gefällt mir jetzt noch ein Ticken besser, wobei, naja, insgesamt könnte er vielleicht generell ein bisschen hübscher aussehen. Aber das ist ja so Geschmackssache, wobei ich schon eine Idee hätte, aber dafür müsste man die anders anordnen. Ich weiß nicht, brutzeln die was weg? Brutzeln die nichts weg? Schwierig. Ja, es ist echt nicht so. Müsste man mal ausprobieren. Und für Space Engine ist es, dass der Triebwerksstrahl halt wirklich Schaden anrichtet an einem und an anderen Sachen, also an Objekten oder halt nicht. Tendenziell würde ich sagen, bei dem Spiel ist das nicht der Fall. Ja. So, können wir die vielleicht ärgern? Naja, das ist die Sache, warum sollten wir sie ärgern? Ich guck mal nach den Quests. Es gibt doch hier garantiert. Registratur? Was ist das? Also die Sache, ne? Wo ist der Rest? Kann man hier raus? Ja, ich kann halt hier rein rauszoomen, aber die Sache, ne, gibt es hier irgendwo noch mehr? Ich weiß es nicht, gibt es noch mehr? Eigentlich müsste es ja noch mehr geben. Warum sollte man ein großes leeres Universum schaffen? Hahaha, fragt jemand, der Space Engineers zeugt. Wo das große Universum einfach nur leer ist, beziehungsweise sonst nur aus Asteroiden besteht. Oh, ich sehe hier echt nichts. Da wird das nicht angezeigt, weil wir es noch nicht entdeckt haben. Ja, ziemlich doof. Es gibt auf jeden Fall noch mehr Planeten, bin ich jetzt der Meinung, dass ich das so in Erinnerung habe. Aber man kann sich ja auch immer irren. Yep. So. Lecker. Sammle alle essbaren Pflanzen auf Akua. Okay. Huntsman. Okay, machen wir mal. Okay, Slime, Triceratops, Lizards, Raptor, Spider. Okay, das ist so ein bisschen Zeit, ne? Das kriegen wir aber hin. Schnappen uns jetzt einfach unser Gefährt und dann klappt das schon von ganz alleine, werdet ihr sehen. Haben wir überhaupt noch Munition drin? Warte mal, ich sag jetzt hier, wir fahren jetzt los und dabei haben wir vielleicht gar keine Munition mehr. Oh, doch, wir haben noch welche. Warte mal, hier habe ich doch auch noch. Nee, ist andere. Okay, dann mal schnell rein hier. Sind die Türme an? Geschütztürme sind an. Okay. Ich brauchte Magnesium, war das nicht so? Ja, das passt sicher. Da vorne sind immer allerhand schreckliche, garstige Mistviecher. Aber hier vorne links war eigentlich immer ein Triceratops. Da ist einer. So. Ah, geht doch. Was haben wir? So. Na komm schon. Ach, das ist eins von denen, was jetzt wegrennt. Warte mal, müssen wir hier näher ran. Und einen von den großen platt machen. Na, komm schon. Lad schnell danach. Geht doch nicht. Ja, genau, haben wir auch. Sehr schön. Raptor nochmal suchen gleich.
Guck mal, hier ist eins von diesen komischen Insektenviechern. Die hat er wohl zwischendurch auch mal getötet. Ja, die Sache ist, wir müssen es halt töten, ne? Ich weiß nicht, ob das bei dem Fahrzeug dann zählt, wenn wir im Fahrzeug sitzen. Oder ob ich dann extra hier so zu Fuß unterwegs sein muss. Wir testen das jetzt mal. Ich habe hier hinten, glaube ich, was gesehen. Einfach mal ausprobieren. Nur, warum nicht? Und die Missionen geben ja Erfahrungspunkte und alles. Also, warum sollte man das dann nicht machen? Ja, wir wollen und müssen ja immerhin aufleveln, damit wir die entsprechenden kleinen Teilchen bekommen, die so wichtig sind, damit wir unser großes Raumschiff basteln können und unsere Eroberung des Universums hier weiter fortführen können. Genau. Sonst wird das nämlich nichts. So, da haben wir das, okay. Das ist nur so einer. Also diese Alien-Krieger soll ich nicht platt machen, da steht jetzt nichts von drinnen zumindest. Also nicht, dass ich weiß. Zumindest. Aber vielleicht reagieren die schon voll aggro, weil ich hier ein bisschen was weggenommen habe. Kann ja auch sein. Er hat unseren heiligen Schleimball geerntet. Mäht ihn nieder. Alles möglich, alles mögliche. Hm. Sich an wie ein Wolf gerade, aber bei dem Spiel Wolf. Etwas eigentümlich, oder? Was ist das da hinten? Ach, das sind diese Aliens. Okay, irgendwo hier muss doch was sein. Es sind auch immer diese Mistviecher irgendwo. Komisch. Ist das Sound? Der sich so wolfsmäßig anhört. Hm. Ist auch komisch, ich habe das nur auf einem Kopfhörer. Sehe ich jetzt auch nichts. Also das Geräusch orten konnte ich jetzt nicht. Seltsam. Was egal, in welche Richtung ich mich drehe, es verändert jetzt nicht irgendwie den Klang. So wie sonst, wo du halt feststellen kannst, ah gut, okay, es kommt jetzt aus der Richtung oder sowas. Das war jetzt hier irgendwie nicht möglich. Komisch. Ja, dann schauen wir mal, ob wir so einen Slime finden. Eigentlich treiben die sich ja hier mal irgendwo rum. Hallo kleiner Slime. Hm. Ich sehe jetzt keinen. Seltsam.
Na egal. Gucken wir mal weiter. Irgendwo werden wir schon einen finden. Ich guck mal nach da hinten so ein bisschen. Irgendwo haben wir sicher einen. Ich brauche jetzt eigentlich erstmal so Raptor, sowas in der Richtung. Promethium-Lager ist hier hinten. Vielleicht haben wir Glück, aber letztes Mal, glaube ich, ein Slime gewesen. Gehen wir mal in die Ansicht. Ist irgendwie ein bisschen angenehmer. Yes! Ich hab den Slime! Ja, in der Hinsicht sind die Geschütze ein bisschen nervig. Weil sie halt eben uns alles wegnehmen. Ne? Aber wenn ich hier schon mal bin gerade, dann werde ich jetzt kurz Promethium abbauen, denn das brauche ich auch tonnenweise. Das heißt, der kann da kurz mal auf uns aufpassen, während wir jetzt hier Promethium ernten gehen. Ja, das muss einfach sein. Viel, viel zu wichtig. Ich hätte schon erwartet, dass es ein bisschen mehr gibt, aber egal. Wir wissen ja schon, dass es nicht so viele Erfahrungspunkte gibt für eine der wichtigsten Tätigkeiten im Spiel. Ressourcen beschaffen. Na, wir müssen was essen, ne? Sehe ich gerade. Nicht so gut. So. Ich weiß gar nicht, wie viel nehmen wir denn mit? So 200 erstmal? Ja, könnte man machen, ne? Einfach erstmal voll machen und so viel wie möglich. Ja. Dass man ein bisschen vorankommt, beziehungsweise Reserven hat, denn Energie kann echt mega problematisch werden, weil dann kannst du auf einmal nämlich nichts mehr machen. Ja, das ist wirklich ein Problem. Ja, deshalb vielleicht könnte es auch rein theoretisch gleich abbauen, ne? Ja, alles hier leer machen, dann entsprechend davon zieren. Wir sind ja schon dabei, erweiterte und verbesserte Energieformen zu schaffen, die halt mehr Kapazitäten bieten, beziehungsweise mehr Energie zur Verfügung stellen. Ja, ich denke gerade, wenn man dann diesen Sprungantrieb nimmt, also bei Space Engineers braucht er unheimlich viel Energie. Ich denke mal, das wird hier nicht anders sein. Dann werden wir da schon einiges benötigen an Reserven, an Generatoren und so weiter und so fort. Bin ich mal gespannt, wie das dann im Endeffekt ausschaut. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, so alles in Reichweite von dieser Stelle aus, auf dieser einen Seite zumindest weg. Ja. Macht den Eindruck. Ich werde einfach mal so ein bisschen abklöppeln. Vielleicht bis dieser Tank hier leer ist, ne, bis dieses Magazin hier leer ist. Und dann kann man ja rausgehen. Dann haben wir erstmal genug. Aber das machen wir beim nächsten Mal dann noch weiter. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.